Moin Leute, was geht ab und welcome back hier bei Five Only TV. Wir sind wieder zurück mit der lang erwarteten zweiten Folge der Jagd auf die legendären Tiere. Und da wir letzte Folge jetzt schon diverse Pflanzenfresser abgehandelt haben, wollen wir uns heute mal an die Fleischfresser begeben. Unter anderem haben wir Riesenalligator, Puma, Panther etc. pp. Alles am Stissel. Jetzt fangen wir aber erstmal ganz geschmeidig hier an mit dem legendären Wildschwein. Das findet ihr hier bei Blue Water Marsh, nördlich vom Lagras. Hier oben quasi direkt am Übergang zu New Hanover. Ist eigentlich überhaupt nicht zu verkennen. Wie gesagt, der Tipp nochmal Anfang, ihr kommt in das Gebiet, dann kommt ein Pop-up. Hier gibt es ein legendäres Tier und dann gilt es, Spuren für euch zu untersuchen. Wir sind natürlich wieder gut ausgerüstet mit der Sniper. Die ist natürlich voll equipped, dass wir einen guten Headshot ansetzen können. Ich sehe gerade, wir haben ein bisschen wenig Deadeye. Wir werden uns hier mal was rauchen. Ah, wo war das? Hier. Was rauchen. Und auch noch einen Drink gönnen. So einen angebrochenen, was soll's. Besser als nichts. Und gehen jetzt hier direkt mal auf die Spurensuche. Hier Spur Nummer Uno. Und wir untersuchen den Code. Ein richtiger Fährtenleser untersucht auch den Code. So. Kleines Schweinchen, wo bist du? Immer noch diverse Pflanzen. Lohnt sich immer mal hier auch mal zu gucken, was es hier zu holen gibt. Kleine Heidelbeere mal zwischendurch. Soll ja ganz gesund sein. So, weiter geht's. Und der Kollege hat sich hier wahrscheinlich am Baum gerieben. Ja, come on. Wo war's? You're somewhere. So, immer ein bisschen hier auch auf eure Umgebung achten. Hier sind ein paar Krokos, die unterwegs sind. Where? Und wenn ihr zu nah kommt, dann kann es auch schon mal einen Fight geben. Aber eigentlich falten die sich... Yo, oder eine Schlange. Eigentlich falten die sich sehr passiv hier, die Kollegen. Willst du wohl? Drecksvieh. Na gut, jetzt sind wir vergiftet. Einfach ein bisschen aussitzen, den Spaß. Und dann passt das schon. Jetzt nicht der Typ, der sich da direkt bei jeder Kleinigkeit Gegengift reinzieht. Jetzt haben wir nur die Spur verpasst. Nope, hier vorne ist sie. Oh, wie gesagt, lohnt sich einfach die Tiere zu hunten, weil ihr könnt euch eine nice Ausrüstung beim Trapper herstellen. Crocodile Dundee Style auch. So ein Hut mit Krokozähnen und sowas. Das habe ich vor, an den Start zu bringen. Früher oder später. Aber jetzt laber ich hier auch schon wieder einen Wolf. Und wo ist das Schweinchen? Hier. Da vorne ist es. Boah, ist ein ganz schöner Kavemsmann. So, wir gehen mal geduckt ran an die ganze Sache. Gucken, dass wir den besser ausschalten als in letzter Folge. Da habe ich ja mir ein paar Patzer erlaubt. Den zweiten hinterher. Das war überhaupt nicht gut. Und mein Aiming ist wieder 1A. Nicht. Na, dann gibt es jetzt halt die Hetzjagd. Früher oder später wird er aufgeben müssen hier. So, wir geben ihm den Rest. Wir lösen ihn von seinem Leid. Zack. Ruhig jetzt. Und häuten ihn. Gut, dann haben wir den jetzt auch gelootet. Jetzt geht's zurück zu unserem Pferd. Gut. Und jetzt geht's auch schon zum legendären Riesenkroko. Und der ist an folgender Stelle. Ich zeige euch das eben. Kurz mal hier auf der Map geguckt. Ihr reitet einfach runter. Und der ist hier auch am Lagras. Über dem N könnte man direkt sagen von Lemoyne. Gar nicht zu verfehlen, wenn ihr da hinkommt, dann wird euch auch direkt ein Pop-up gezeigt, dass der Alligator da ist. Wir reiten jetzt hin und holen uns mal neue Schuhe. Also bis gleich. Jo, und jetzt sind wir auch im Sumpf angekommen. Die Area des legendären Krokos. Jetzt zeige ich euch das nochmal auf der Map. Das ist hier bei Bayou. Direkt hier bei Lagras. Und dann suchen wir uns den Bullen nochmal und gucken, wie groß der ist. Ob der wirklich so groß ist, wie die Gerüchte erzählen hier. Hier finden wir auch direkt die erste Spur abseits des Weges. Well, well. Not that recent, though.
Ganz guter Plan wäre auch, einfach mal die Sniper mitzunehmen hier. Wo ist er? Da ist er. So, wir verfolgen die Spuren hier. Die gehen quasi am Wegesrand entlang. Meistens sind das immer drei Spuren, die man verfolgen muss und dann spawnt er. Machen wir immer gerne Adlerauge an, dann kann man sich das sparen, hier die andere Spur zu untersuchen. Weil man meistens schon die anderen Spots sehen kann, wo man untersuchen muss. Jo, es geht hier durch den Matsch. Wow, und da vorne ist ja ein dicker Alligatorbulle. Mal gucken, ob wir ihn irgendwie auf uns aufmerksam machen können. Oder beziehungsweise vielleicht ist das auch nicht so gut die Idee. Er guckt schon. Ja. Wow, da ist er. Das ist ein dickes Vieh. Ja, was macht er? Versuchen mal, ob wir unsere Position hier ein bisschen ändern können, dass wir von vorne kommen. Und ihm einen schönen, tödlichen Schuss hier ansetzen können. Schnapp macht das Krokodil, Krokodil, schnapp. Egal was du hast, Junge, gib uns das ab. Zwei Schüsse, drei Schüsse, vier Schüsse, vier kritische Schüsse, fünf Schüsse. Das interessiert den wenig. Sechs Schüsse, jetzt. Es hat sechs Critical Hits gebraucht mit der Sniper, bis der Kollege sich mal hingelegt hat. Wow, aber das ist auch ein Brocken hier. Kriegen wir den überhaupt aufs Pferd? Also ihn selbst überhaupt? Sowieso nicht, aber seine Haut. Mal gucken, wir häuten den Kollegen jetzt erstmal hier. Na, möchtest du? Vielleicht erstmal Waffe wegstecken hier. Let's go, gib uns deine Haut. Wir brauchen neue Schuhe und einen neuen Hut. Crocodile Dundee mäßig. Was ein Brocken. Ein Zahn wird auch noch mitgenommen. Nice, da haben wir ihn auch. Zahn eines legendären Alligators. Da können wir uns bestimmt auch einen Talisman mit rauscraften, wenn wir den zum Hehler bringen. Gut, das war jetzt der Riesenalligator, wie ihr seht. Das war ein ganz schöner Brocken. Weiter geht's jetzt. Und zwar zum legendären Kojoten. Der ist, ich zeige euch das kurz auf der Map, der ist hier oben bei Scarlet Meadows, nordwestlich von Rhodes. Am besten einfach per Postkutsche nach Rhodes und dann hier oben hin. Und dann sind wir da auch gleich schon am Start, also bis gleich. Angekommen hier im Kojotenland, sei nochmal schnell gesagt, dass, wenn es um die legendären Tiere geht, die Abschussart nicht ausschlaggebend ist für die Qualität des Pelzes. Ihr könnt gerne jedes Tier durchlöchern mit der Shotgun, noch und nöcher. Ihr werdet immer einen legendären Pelz, also einen makellosen, perfekten Pelz bekommen. Ah, alles klar, hier ist die erste Spur also. Also auch wenn der Kojote hier gekennzeichnet ist auf der Map, findet ihr die erste Spur hier bei der Old Can't Read It Mill. Und zwar hier vorne, direkt vor der Mauer. Dann wollen wir mal auf die Suche gehen nach dem Kollegen. Gucken, wo er uns hinführt. Got something. When you make these, what? Anscheinend geht's nach oben weiter. So weit ist er jetzt auch nicht mehr entfernt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Well, you're not here. So, da hinten ist auch schon ein Kadaver. Vielleicht ist er da sogar schon. Nee, den müssen wir erstmal noch untersuchen. Was ist das? Ein Schaf oder so? Was er sich gerissen hat? Yep. Es ist ein Schaf. Besser gesagt, es war ein Schaf. Die Spuren gehen Richtung Süden. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Der ist bestimmt auch... sehr vorsichtig.
Beziehungsweise möchte direkt flüchten, wenn er uns sieht. Okay, bisher noch negativ. Er hat sich bestimmt hier im Unterholz versteckt oder so. Da ist er. Ja, noch keinen sauberen Schuss können wir rausbringen. Gleich pfeifen wir einmal nach ihm. Und dann sollte das vorbei sein mit dem Kollegen. Dann wird er den Roadrunner nicht mehr belästigen. Hey, Freundchen. Bleib doch mal stehen. Dann pfeifen wir. Ist direkt ein rein. Okay. Interessiert ihn nicht. Dann braucht er noch einen zweiten. Aber dann soll es auch vorbei sein. Ein sauberer Kill, würde ich mal behaupten. So, gehäutet. Ihr kennt das Prozedere hier. Zack, einmal zurechtgelegt. So, das Fell geschultert, obwohl das ist jetzt auch nicht das schwerste Fell. Was gibt es? Sehniges Fleisch. Ein Fell des legendären Kojoten. Okay. Soweit, so gut. Sehr nice. So, das verstauen wir jetzt fachmännisch auf unserem Pferd. Und dann würde ich sagen, geht zum legendären Fuchs. Der ist hier direkt auch in der Nähe. Es geht nämlich jetzt wieder Richtung Rhodes. Rhodes ist hier unten. Und hier beim Mattock Pond. Beziehungsweise nördlich des Hehlerladens hier von Rhodes. Wenn euch das vielleicht eher zusagt, könnt ihr den finden. Eigentlich nichts zu übersehen. So, Marker ist gesetzt. Wir sind auf dem Weg. Let's go, geben wir ihm die Sporen. So, jetzt haben wir hier auch schon die erste Geruchsspur gefunden. Die befindet sich hier. Einfach südlich hier der Markierung des Fuchses auf der Map. Auf diesem kleinen Lehmstreifen hier. Gucken, wo das hinführt. Ich schätze mal hier in den kleinen Laubwald hier, der an den Teich grenzt. Yep. It's like that. And that's the way it is. Da ist auch schon die nächste Spur. Wenn ihr die erste erstmal habt, dann ist das Ding eigentlich auch easy. Dann könnt ihr es eigentlich nicht mehr verfehlen und der Fuchs hat keine Chance mehr. So schlau er auch sein mag. Okay. You ain't that far. Komm, also mir kommt auf jeden Fall auch so vor, also mir kommt es so vor, dass die legendären Tiere nicht so vorsichtig sind wie die normalen Tiere. Ich glaube auch, dass sie irgendwann spawnen, wenn man alle drei Punkte untersucht hat und dann einfach bereit für einen Abschuss sind. Wie gesagt, die halten nur ein bisschen mehr aus. Müsst ihr vielleicht nochmal zwei, drei Kopfschüsse ansetzen. Aber habt ihr gerade gesehen, Alligator hat zum Beispiel 6 gebraucht. Im Gegensatz zu dem normalen Alligator, der nur einen braucht. Gut, wir haben alle drei Hinweise. Wir holen die Sniper raus. Gucken, wo die Spur hingeht. Marine-mäßig hier durch den Dschungel. Ich glaube, da vorne ist Reinecke. Da ist Reinecke. So, jetzt müssen wir ihn kurz auf einen guten Spot hier erwischen. Und dann war's das mit dem Dude. So, jetzt hat sich's ausgefuchst hier. Jo, plus 1 würde ich an dieser Stelle mal sagen. Und jetzt, Leute, wird es richtig interessant, denn es geht zum legendären Panther. Und das ist nicht irgendein Panther, der hat sogar einen Eigennamen. Denn es ist der legendäre Panther Jaguaro. Und ich fürchte, dass wir erstmal hier zum Trapper müssen und nochmal unsere Felle hier verkaufen müssen. Because wir haben ja das Krokodil hinten noch drauf und ich weiß jetzt im Endeffekt nicht genau, wie groß das Fell vom Panther ist. Ich sage euch jetzt schon mal, wo der ist. Ihr findet den in Le Moyne, westlich von Shady Bell. Und das ist genau hier unten, an diesem Spot. Allerdings ist er erst activated, könnte man so sagen, sobald ihr die Meisterjäger-Herausforderung Nummer 9 abgeschlossen habt. Ich zeige euch das nochmal kurz. Meisterjäger ist hier. Meisterjäger 10 ist jetzt in dem Fall Jaguaro getötet.
Wenn ihr den noch nicht habt, dann ist er noch nicht verfügbar. Also, aber sobald ihr diese Herausforderung habt, könnt ihr euch den holen. Wir holen uns den jetzt natürlich in diesem Fall. Ich habe das soweit vorbereitet. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Herausforderungen habt, ab in die Comments und ich schreibe euch, beziehungsweise schreibe euch, genau, ich schreibe euch dann natürlich zurück. Aber ich mache euch noch separate Videos für die Herausforderungen. Da kommt auch noch was, also stay tuned. Ach, und noch eine kurze Sache, because wir müssen ja noch Fälle loswerden. Das können wir hier nicht. Einfach hier per Postkutsche von Rhodes jetzt hier nach Saint-Denis. Oh, für mich ist abgeriegelt, dann muss ich noch kurz warten. Und dann hier zum Trapper kurz den Stuff loswerden. Und dann einfach von Saint-Denis hier runter geritten und schon seid ihr da. Okay, das machen wir jetzt auch. Yo Leute, wie ihr sehen könnt, wir sind im legendären Panthergebiet und wir sollten aufpassen. Und kurz mal unser Equipment checken. Ich empfehle euch, nehmt die Sniper mit. Das ist nie verkehrt. Plus vielleicht eine Shotgun, weil wenn der Typ auf Close Range kommt, in den Infight mit euch gehen möchte, dann muss es schnell gehen und dann muss es erbarmungslos sein. Was haben wir denn hier? Ich glaube, die halbautomatische Flinte nehmen wir mit. Und wie gesagt, unser treues Rolling Block Gewehr. Ist der Zustand auch nicht mehr so gut. Das heißt, wir ölen das mal kurz hier. Zap, zap. Dass wir auch den maximalen Damage hier rausholen, wenn es sein muss. Gut, und dann, wie ihr seht, wir sind hier an dieser Stelle reingeritten, quasi von der Straße. Von hier oben, zack, und hier habt ihr den ersten Hinweis schon. Jo, dann geht's jetzt los. Ich bin mal gespannt, was auf uns zukommt. Ich habe im ganzen Game noch nicht einen Panther gesehen. Ich stelle mir halt vor, das ist ein Puma 2.0, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und Puma kann schon recht nervig werden. Still a ways off. Ja, ja, ja. Er sagt, er ist weit weg, aber ich glaube gar nicht mal, dass der Kollege so weit weg ist. Hier haben wir Hinweis Nummer 2. I'll catch up to you. Gut. Die Spuren gehen hier Richtung Wald, was mir schon mal gar nicht gefällt, weil der Überraschungsmoment somit auf seiner Seite ist. Das Problem ist einfach auch mit den Pumas zum Beispiel, man sieht die Kollegen nicht. Oder vielleicht liegt es auch mal an mir, ich sehe die nicht. Und die sind meistens die, die die Überhand haben beim Angriff. Sie sind die Ersten, die angreifen. So, ab geht's zum Puma. Panther, sorry, Panther ist ja noch was anderes. So, ganz vorsichtig. Wir machen hier schon mal Adlerauge an. So, Junge, wo bist du? Wisst ihr was, wir spritzen uns erstmal ein bisschen Testo hier, Kappa. Das gönnen wir uns. Plus, wir haben hier ordentlich Dead-Eye-Snacks noch. Jo, da ist er nämlich auch. Das war... Jo. Fuck that. Oh, was ein Noob-Move. Aber man hat ihn nicht gesehen. Och, man. Ja, eine Hass-Tirade an Schimpfwörtern später. Wagen wir uns dann an den zweiten Versuch. Nobody's perfect. Ich hab den Kollegen einfach nicht gesehen. Da vorne ist er. Wir haben ihn im Visier. Jetzt nähern wir uns ihm. Ein Schuss mit der Explosivmunition hat gereicht. Jetzt haben wir natürlich den ganzen Bums hier vorne aufgescheucht. Ja, okay. Weil da brauchen wir nicht unsere gute Muni, dann nehmen wir das normale Flammengeschütz hier und regeln das mal eben kurz hier. Und heute lassen wir uns hier definitiv nicht mehr nehmen. Ich weiß gar nicht, was die sich hier so breit gemacht haben hier in den Sümpfen bzw. Wäldern hier. So, da waren es nur noch zwei. Shut the fuck up, man. Ey, warum denn gleich so ausfallend werden hier?
Okay. Ah, hier looten wir auch nicht. Das ist jetzt völlig Wayne. Es gibt jetzt wichtigere Sachen. Und zwar den Kollegen hier. Zack. Haben wir ihn doch. Auf dem zweiten Anlauf, aber was willst du machen? Lehrgeld haben wir alle mal gezahlt. Jetzt wieder zum Pferd und einfach in die nächstgroße Stadt, denn jetzt geht's runter nach New Austin für die letzten drei Tiere, die uns noch fehlen hier auf der Liste. In dem Fall würde ich euch empfehlen, hier einfach nach Rhodes und dann sehen wir uns gleich wieder hier unten in, ach ich sag schon Blackwater, bei Armadillo. Nee, das ist noch besser, wenn wir uns hier einfach treffen. McFarlane's Range. Jo Leute, wir sind jetzt mittlerweile hier in New Austin angekommen und wir sind in Bison-Gebiet. Und zwar ist es kein normales Bison, sondern es ist das legendäre Bison Tatanka. Jeder, der jetzt in den 90er Jahren Wrestling geguckt hat, wird jetzt einmal kurz schmunzeln. Aber ihr wisst genau Bescheid, was ich meine. Ich habe jetzt auch etwas länger gesucht, um den ersten Hinweis zu finden. Der ist an dieser Wegkehre hier unten. Ich war hier in diesem Gebiet, bin ich rumgeritten und dann dachte ich, ach, bisschen außerhalb und da war's. Wir gehen jetzt mal auf die Jagd hier einfach, ohne weiter Rumgerede. Wir haben ja schon das weiße Bison gejagt. Mal gucken, ob der hier mächtiger ist. So, das Pferd lassen wir jetzt erstmal stehen. Und folgen der Spur hier Richtung dieser Wälder hier. Was heißt Wälder? Dieser Bäume, dieser vereinzelten. Was haben wir hier? Zerbrochene Zweige. Und ich gehe einfach auch jetzt schon mal davon aus, dass der Kollege sowieso ein paar Headshots aushält. 2, 3 hat der andere auch, der andere Bison. Oder das andere Bison. Hat es auch. Close now. So, das war der dritte Hinweis. Und jetzt muss er eigentlich spawnen. Da vorne ist auch schon... Wow, ist aber ein Kavemsmann. Das ist aber ein ordentlicher Kavemsmann. So, jetzt dreht er uns den Kopf zu. Perfekt. Dead Eye. Und wir finishen das ganze Ding jetzt mal. 2, 3. Und das war's. Wow, der hinterlässt uns einen dicken Pelz. Er wird wieder unser ganzes Pferd blockieren, fürchte ich. Das können wir, by the way, auch einfach mal rufen hier, dass es schon mal angetrabt kommt. Können wir uns den Weg ersparen. Er ist aber ein dicker. Aber ein weibliches, so wie es aussah. So, schön die Hörner mitnehmen. Dann können wir uns einen Talisman rauscraften. Wow, wir schultern das Fell und lassen ihn hier liegen für die Aaskrähen. Kleiner Tipp am Rande, solltet ihr die Herausforderung haben, dass ihr Aasfresser töten müsst, einfach ein Tier töten, hier in der Prärie liegen lassen oder irgendwie am besten in den Heartlands irgendwo, wo viele Krähen sind, liegen lassen. Warten bis Krähen kommen, die Krähen wegsnipen und schon habt ihr die Aasfresser. Easy going. Da müsst ihr nicht auf random Tiere in der Wildnis hoffen, weil da könnt ihr ewig hoffen. Gut. Wir haben den jetzt abgehakt, den Dude. Und jetzt geht's weiter zum legendären Gabelbock. Der befindet sich hier beim Rio del Lobo Rock. Und zwar östlich von Fort Mercer. Eigentlich nicht zu verfehlen. Ich setze hier mal den Marker. Und wir reiten mal ein Stückchen. Ist immer ein Stückchen. Und dann treffen wir uns gleich hier oben auf The Rock. Yo, immer noch hier in New Austin am Stesen. Und diesmal angekommen auf den Rio del Lobo Rock. Und zwar genau hier, wie ihr sehen könnt, unterhalb des Lake Don Julio und zwar östlich von Fort Mercer. Lobo übrigens Wolf auf Spanisch, wenn es interessiert, hier ein bisschen unnützes Halbwissen. Und ihr könnt sehen, hier direkt am Kopf des Gabelbocks findet ihr auch den ersten Hinweis. Das findet ihr sowieso immer als Pop-up auf der Map, sobald ihr da seid im Gebiet. Wir stehen auch direkt davor. Los geht das. Ja, warum ich jetzt Slow Motion reinstarte, man weiß es nicht. Well, well. So, und ihr kennt die Agenda. Wir haben hier diese drei Spuren zu untersuchen. Und dann spawnt der Gute. Was ist er denn für einer? Das ist ein ganz normales Dickhornschaf hier. Er hat dick gesagt.
Kappa. So. What do we have here? Code natürlich. You're somewhere. But where? Unser Dude hier, der eindeutig der Code-Spezialist. Wo geht die Spur hin? Die Spur geht hier Richtung Fluss. Wir können schon mal unser Rolling Block Gewehr hier auspacken. Da ist Hinweis Nummer 3. You close? Gut, jetzt müssen wir gucken. Die Spur geht hier in südwestliche Richtung. Was haben wir da hinten? Hier haben, da haben wir Pferde. Und da war auch der Gabelbock schon zwischen den Pferden. Ich habe ihn schon gesehen, da ist er. Gucken, dass wir ein bisschen hier noch Weg gut machen können zwischen uns und ihm. Und vielleicht ein bisschen auf den Highground kommen, um mal einen guten Snipe hier anzusetzen. Ja, ja. Ja. Wir brauchen hier einen guten Schuss auf den Kopf. Einen. Zwei. Die Frage ist, war es das jetzt für ihn? Das war es für ihn definitiv. Was will er machen? Nach zwei gut platzierten Headshots. Jetzt stehen wir, glaube ich, vor einem Problem. Das Fell ist relativ groß von dem Kollegen. Und wir sind schon beladen mit dem Fell. Schauen wir mal. Ne, alles gut, sehr schön. Das können wir so noch unter unser Bison verlegen. Nice. Gut, da haben wir den auch abgefarmt. Und dann kommen wir zum letzten, den legendären Puma. Wo der sich befindet, das zeige ich euch jetzt sofort. So, jetzt sind wir ja auch im Puma-Gebiet angekommen und der ist genau hier, westlich von Captus Ridge, beziehungsweise bei Captus Ridge, westlich von Tumbleweed, am äußersten Westende der gesamten Map hier in New Austin. Und wie ihr sehen könnt, den ersten Hinweis finden wir direkt hier bei dem Fragezeichen, oberhalb des Pumas. Jetzt ist es wieder Puma, ich habe schon mal eine oder andere schlechte Erfahrung damit gemacht, die Dinger zu jagen, weil die sind schnell und unbarmherzig. Wenn man manchmal schlecht reagiert, haben sie einen getötet, bevor man die Waffe ziehen kann. Deswegen ziehen wir die Waffe ja auch. Und wir fackeln auch überhaupt nicht lang. Wir nehmen Brandgeschoss. Nein, wir nehmen Explosivgeschoss. Das macht mir überhaupt nichts aus. Da ein bisschen Muni zu wasten. Weil ich keine Sympathie für diese Geschöpfe der Natur empfinde. So, hier haben wir den zweiten Hinweis. Okay, you ain't that far. Ja, und das ist jetzt auch schon unser letztes Tier. Somit habt ihr dann alles, was ihr braucht, um euch nice Ausrüstung und Talismane etc. zu craften, um eure Stats zu verbessern oder einfach um en vogue durch die Welt zu heizen. Ich kann euch auf jeden Fall das Krokodilleder-Outfit empfehlen, das hat Style. So, jetzt müssen wir mal kurz hier auf der Hut sein. Held sieht jetzt ganz gut aus. Deadeye auch. Wo bist du? Der lauert hier vorne wahrscheinlich schon irgendwo. Da vorne ist er. Ja, sobald wir den rechtzeitig sehen, ist das absolut kein Problem. Wenn wir ihn sehen, dann hat er schon verloren. Ja, er kommt jetzt. Er denkt, er kann noch. Deadeye an. Wow, oh shit. Diese Flintenmuni, die geht richtig steil. Leute, ich empfehle euch, die an diversen Gegnern auszuprobieren. Das macht einfach mega Spaß. Jo, da ist er auch schon down, der Kollege. Schwarzer Puma, nice. Jo, und wenn wir den gehäutet haben, dann war's das jetzt auch mit dem Video. Jo Leute, der Puma, das war jetzt Nummer 16, das letzte der legendären Tiere hier, die wir zusammen gehuntet haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, beziehungsweise ich konnte euch weiterhelfen, beziehungsweise ich kann euch ein bisschen Rumgereite ersparen, beziehungsweise ich konnte euch ein bisschen Zeitersparnis hier gewährleisten.
Weil es braucht seine Zeit. Ich war jetzt auch gute 2,5 Stunden, etwas mehr jetzt unterwegs, um den ganzen Stuff hier zu sammeln. Gut, ich bin jetzt einmal hier noch im Feuergefecht gestorben, als hier eine Bande auf mich zukam und nicht vorbereitet war, aber das kann immer mal passieren. Ansonsten kann ich nur sagen, danke, dass ihr da wart. Viel Spaß. Wie gesagt, sucht den Trapper auf, sucht den Hehler auf. Besorgt euch euren neuen Stuff, der eure Stats verbessert. Holt euch stylische Klamotten, um hier rauszustechen in der Welt, wenn ihr die Banditen in den Kopf schießt. Und mir bleibt noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Abonniert den Channel, es kommt noch einiges an Guides hier. Es kommen aber noch diverse andere Videos. Also, ich werde jetzt noch nicht spoilern. Aber ihr könnt euch auch was gefasst machen hier bei FarfOrnit TV. Also, wie gesagt, Leute, viel Spaß hier im Wilden Westen und ich bin wieder mal raus. Peace.